Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt es den dritten und letzten Teil der IWA 2024 mit dem Video drin, die Demon von Barnett und auch noch einmal Gogan. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. So, jetzt sind wir in Halle 5. Hier gibt es vor allem auch Messer. Und das sehr schöne Messer. Und Taschenlampen. Und Schwerter, ui. Ulticlip, Ultimate Carry Solution. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Jetzt aktuell in dieser Sekunde 2 Ulticlips. Natürlich ohne ein Messer. Ich trage nur den Ulticlip. Wegen Stylegründen. Und zwar den Slim 3.3. Und jetzt kriegen wir hier einmal eine Vorführung. Here we've got the XL. This is designed, this is the one clip that we offer that's designed to be used with a belt. Yeah. So this locks around around the belt. So we're still going to open in a similar way. Yeah. That goes over the belt. We cam that down, then we lock around the belt. You have different sizes? Different this is height? This is available one size. Like a 175? Okay, one size. That's a 150 probably. This, we say this is good for a 1.5 inch belt, but if you look at the shape here, you've got a little room. Yeah. So I carry it on a 1.75 occasionally. Yeah. As long as the belt's not super thick, yeah, it'll fit up into that space at the top. Yeah. And it's basically just going to lock around. Let's see, I've got a free belt here. So you're looking for something. You go around the belt, cam that down, and you're that's locked in place. Same idea on the knife sheet. Okay. So that's our smallest clip, that's the 2.2. Diesen Aufbau kennen wir doch. Into the waistband, into a purse, backpack pocket. That's good, that's good. Cam that down, and again. Und noch mehr Messer, Messer, Messer. Messer, Messer, Messer. Und der Stand von Spyderco. Spyderco habe ich ja noch immer kein Messer von. Da wird es echt mal Zeit. Wenn ihr da eine Empfehlung habt, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Noch mehr Messer, Messer, Messer. Und Taschenlampen. Wir haben ja hier die Schwierigkeit, dass wir sowas nicht haben dürfen. Deswegen bin ich ja immer ein großer Freund von Taschenlampen, die man zusätzlich in der Hand halten kann. Das sieht gut aus. Oder hier die Kukri, auch cool. Ein paar jagdliche Messer. Icon. Ja, das sind auch bekannte Messer. KM 2000 BW. Oh, das gefällt mir aber hier. Mit dem Ring. Ja, es ist ja kein Karambit. Die Klinge ist ja eindeutig keine Karambit-Klinge. Also ist es ja eigentlich wie mein Böker Accomplish. Was denkst du, kostet das? Ach, das steht dran, ne? Ja, 110, ne? 110 ist nicht so schlecht, oder? Mhm. Ja. Schick. Die Marke kannte ich noch gar nicht. 75, der ich glaube, ich habe auf Amazon 75 Zoll. Mhm. Ja, schon schön mit so einem Horngriff. Die sehen ja besonders aus. Cool. Ein Messer komplett ohne Schrauben. Do it without screws. Hier das gleiche dann nochmal mit Schrauben.
Ich weiß nicht. Ich meine, sieht natürlich cool aus, aber macht das so Sinn? Weil also ich finde das schon immer ganz gut, die Schrauben nachziehen zu können. Oh. Das geht dann wieder in Richtung Accomplish. Das ist schon cool. Fox Knives, auch sehr schick. Doch, das ist ja süß. Aber das ist ein illegales Einhandmesser. Messer, 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 Messer. Das ist cool. Oh. Das braucht man doch auch. Gibt es denn hier keins, was ich so in meiner Sammlung habe? Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Ist das ein Karambit? Ich weiß es nicht. Ist es ein Karambit oder nicht? Schreibt das mal in die Kommentare. Das ist ja lustig. Süß. Aber es ist halt Böker Magnum, ne? Böker Magnum ist nicht mein Favorit. Böker Plus, das ist mein Favorit. Und da gibt es auch schon die zwei, wo ich jetzt aktuell gerade überlegen bin, ob ich mir das nicht holen soll. Und zwar genau dieses hier. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das auch eine Midgards-Kooperation ist. Aber ich hatte das letztens beim Fabian liegen sehen und das ist geil. Also das gefällt mir richtig gut. Liegt gut in der Hand, baut auch nicht zu dick auf. Auf den Bildern dachte ich immer, das ist voll der Klotz. Es ist ein Klotz, aber ein guter Klotz. Das hier finde ich optisch sehr ansprechend. Geht so ein bisschen auch in die Richtung von der Klingendicke, zumindest der Rücken. Aber von der Form her ist es halt einfach echt was Besonderes, ne? Ja, und das hier, das habe ich tatsächlich, aber nicht in Urd XL, sondern einfach nur das normale Urd. Oder ist es das Urd 2? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall das Kleine. Ne? Aber es gefällt mir. Das ist ein kleines Mini-Hackebeil. Lustiges Neckknife auf jeden Fall. Das gibt es auch als Folder, das wusste ich ja gar nicht. Das habe ich. Und das finde ich echt cool. Das ist so ein bisschen Assassin's Creed mäßig. Es ist ein Out of the Front, aber ein manuelles. Also hier ist keine Feder oder sonst was. Man muss das wirklich selber hochschieben. Aber ich finde, es ist einfach wunderschön. Es ist richtig schick. Was ganz Besonderes. Ja, das ist wahrscheinlich Einhand. Ja, das würde ich mal besser nicht führen. Und weiterhauen. Boah. Was ist das denn? Oh. So, wir sind hier am Stand von Mankung und wir sehen hier gerade die ganz neue Mankung und das ist die Mankung Chester in Camouflage. Die Chester kennt man ja schon, aber jetzt gibt es sie auch in Camouflage und ich finde, sie sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir am Stand von Steamboat angekommen und hier gibt es jetzt auch ein Wechselmagazin und zwar die M10 und die gucken wir uns jetzt mal an. Die ist jetzt mit dem Sand-Color-Kit und ja, wir können jetzt hier auch direkt schon sehen, wie cool die M10 tatsächlich geworden ist. Also wir können das Magazin ganz einfach rausziehen
Wir können es auch ganz einfach wieder draufsetzen. Und wir sind heute sehr kurz vor knapp, deswegen gucken wir uns der M10 einfach morgen an. Bis morgen. So, zweiter Messetag. Und heute sind wir was früher bei Steamo. Das heißt, jetzt wird es nicht so hektisch und wir können uns die M10 endlich mal richtig anschauen. Das ist die M10. Und ich würde sagen, wir gucken uns die auf jeden Fall noch genauer an. Aber jetzt schon mal einen kleinen Quick Review. Den Upper an sich hatte ich schon einmal in der Hand, aber noch nicht auf einer Stinger wirklich installiert. Letztes Jahr habe ich ja den Prototypen gesehen und jetzt ist das Ding so gut wie fertig. Und was mir als allererstes auffällt, das könnte auch meine sein, weil das ist mein Lieblings-Red Dot. Sehr gute Wahl an der Stelle auf jeden Fall. Und ja, hier sehen wir auch schon direkt eine ganz besondere Version mit dem neuen Steamboschaft. Außerdem gibt es hier einen speziellen Griff, der hat sogar ein Geheimfach. Und hier kann man zum Beispiel Batterien oder eine Sehne reintun. So, aber das wirklich, wirklich Interessante ist natürlich weder der Schaft noch der Griff, sondern die M10. Was hat die jetzt für Features, die die normale AR6 nicht hat? 10 Schuss drin statt 5 bzw. 6. Und vor allem haben wir hier die Möglichkeit auf einen ultraschnellen Magazinwechsel. Also sagen wir mal, ich mache jetzt hier meine 10 Schuss und bin leer. Dann mache ich so, zack, und tue das nächste rein. Und der Spaß geht weiter. Also das ist echt genial, gefällt mir richtig gut. Dadurch werde ich wahrscheinlich meine Zeiten nochmal erhöhen können. Einfach weil ich doppelt so viel Kapazität habe. Und das Nachladen ist natürlich damit wesentlich, wesentlich schneller als mit den Speedloadern. Also ich mache jetzt einmal eine Trockenübung hier. So. Und ich glaube, das war sehr schnell. Ansonsten haben wir hier einen sehr krassen Vorteil, wie ich finde. Und zwar das Red Dot kommt tiefer, als das Magazin eigentlich ist. Das liegt daran, dass wir hier die Möglichkeit haben, den Block zu wechseln. Und hier ist jetzt gar kein Block drauf, das heißt, man hat nur die Originalschiene und dadurch eine sehr flache Visierlinie. Ansonsten haben wir hier eine Slingaufnahme, die außerdem Quick Detach ist. Einfach den Knopf drücken, ziehen und fertig. Dann haben wir hier eine Sicherung, eine manuelle Sicherung. Das ist sehr gut, weil wenn man sichern will, schiebt man das Ding nach vorne, es ist safe. Hier ist wirklich die Sehne eingesperrt. Es gibt tatsächlich noch ein Feature bei dieser M10, ist dieser Durchdrückpin bzw. Durchziehpin. Ähnlich wie bei der Edda oder bei der AR15. Man zieht einfach dran, das Ding ist offen und jetzt ohne Wurfarm. Wenn ich jetzt noch den Klappschaft dran hätte, hätte ich jetzt ein ganz, ganz kleines Packmaß und innerhalb von wenigen Sekunden wieder die volle Stinger. Und das finde ich persönlich richtig genial. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, was du von dem Ding hältst. Wie gesagt, es wird noch ein volles Video darüber geben. Spätestens, wenn ich meine eigene M10 habe, wird es reichlich Videos davon geben. Aber ja, das war es erstmal heute vom Steamboat-Stand und wir gehen jetzt weiter über die Messe. So, am Stand von Blackhawk. Hier gibt es einiges an cooler Ausrüstung. Und mal eine Frage an euch. So ein Gürtel, so aber in cooler. Wollt ihr sowas haben, wo Pfeile reinpassen, vielleicht Speedloader? Vielleicht auch einfach nur die M10-Magazine? Macht das Sinn? Und was ist mit einem Holster? Zum Beispiel für die Compact. Habt ihr Bock auf sowas? Wenn ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Oh, flacker, flacker. So, hier sehen wir einmal ein paar Geschosse. Und vor allem, wie die sich dann verhalten, wenn die denn auch dann treffen. Und ja, das ist nicht so angenehm, glaube ich. So, wir sind am Stand von Glock. Eine kleine Glock. Oh, was haben wir denn da? Das sieht aber nach einem Mitbringsel für den Herrn Wolf aus. Ein sehr großer Glock-Fan. Der kriegt diese kleine Glock von mir. Irgendwie schon beeindruckend, wie viele verschiedene Glock-Modelle es gibt. Und das hier sind alles nur die in 9 mm. Da hinten geht es dann weiter mit 45. Ich glaube, wenn ich mal eine Pistole hole, dann wird es eine Glock. Und hier gibt es sogar wasserfestes Papier. 100% waterproof. Can I try if it's real water? Yes. Ja, ist echtes Wasser. Praktisch. Sehr schöne und besondere Messer. Spartan Blades. Sehr schön.
das hat irgendwie auch was, oder? Dieses Muster. Also, wie man vielleicht merkt, ich bin auf der Suche nach Inspiration für einen Custom-Paint-Job von meiner Stinger. Vielleicht auch echt sowas Ausgefallenes. Mal schauen. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr coole Ideen habt. Könnt ihr auch irgendwas verlinken, wenn ihr was auf Google findet. Einfach mal den Google-Link kopieren und mit zeigen, wie ihr das machen würdet. Ja, das sieht schon sehr cool aus, wirklich. Aber ich tendiere mittlerweile tatsächlich eher zu Sandtönen, nicht mehr zu Oliv. Tools und Knives von Condor. Wenn ich diese Kukri sehe, dann bekomme ich irgendwie wieder ganz spontan Lust, mich für Seven Wheels Wild anzumelden. So, wir haben den Barnett-Stand gefunden. Send it. Und hier ist die Demon, die ja von echt vielen heiß erwartet wird. Und also ich habe erstmal eine ziemlich coole Nachricht für euch. Was glaubt ihr, kostet das Ding? Schreibt mal in die Kommentare. Ratet mal. Das ist jetzt die Dreifachversion. Das heißt, man klappt hier einmal hoch. Dann nimmt man sich drei dieser Pfeile, lädt die hier rein. Und dann kommt der Pfeil von unten nach oben. Und im Grunde lädt man das Ganze wie eine typische Break-Action. Das heißt, man entriegelt hier, hält dann hier vorne an diesem Horn fest und bricht das ganze Ding runter. Also man legt dann hier den Daumen drauf und hier den zweiten und würde dann jetzt so spannen. Das geht jetzt hier gar nicht so einfach, das liegt aber daran, weil hier extra ein schwerer Bogen eingebaut wurde, damit es nicht jeder aufspannt. Barnett wollte uns mal zeigen, was man so alles für Zubehör hat und Zubehör machen kann. Und hier gibt es zum Beispiel auch ein kleines Laservisier oben auf der Schiene. Hier haben wir jetzt die AccuStrike, das ist die ganz normale Einzelschussversion, die im Grunde genauso funktioniert, auch einfach spannen, aber halt Einzelschuss. Und die dritte ist gerade in Benutzung. Dann zeige ich hier gerade mal ein paar Features. Also hier ist relativ viel gummiert, das ist ziemlich angenehm zu greifen. Ich muss aber auch sagen, dass auf den Fotos tatsächlich hatte ich mehr erwartet, aber da kannte ich auch noch nicht den Preis und jetzt weiß ich, es ist relativ günstig. Der Schaft ist mir persönlich ein wenig zu kurz, ein ganzes großes Stück zu kurz, aber ich habe schon gehört, in Zukunft wird es da vielleicht einen AR-15 Schaft geben und der wird dann natürlich verstellbar sein. Alle der Demon Modelle kommen mit diesem Griff, den man einmal so oder halt so nutzen kann. Man muss aber auch dazu sagen, der verriegelt nicht. Das heißt, ich kann das hier ganz einfach runterdrücken, also so als Auflage ist vielleicht nicht unbedingt das Beste. Ansonsten kann man auf jeden Fall sagen, das ist aus meiner Sicht ein Comeback der Redback. Das liegt vor allem halt an diesem Horn. Das erinnert mich total an die Redback und halt einfach auch dieser relativ kurze Hebel. Und es hat natürlich ein Schloss, es ist kein Kantenschubser. Wie jeder weiß, das kann Vorteil sein, aber das kann auch Nachteil sein. Das werden wir dann mit der Zeit sehen, was das denn dann wirklich aushält. So, und hier haben wir jetzt die dritte Version. Das hier ist quasi die Luxusversion. Die wird am teuersten sein. Also 100 Euro. 120 um den Dreh und das wird 150 Euro sein. Und was macht die jetzt so besonders? Ich meine, die hat kein Magazin, die hat nichts Besonderes, denkt man. Aber die hat wirklich eine sehr coole Funktion und zwar, man kann einfach halb spannen, dann nochmal nach vorne und sich das zurückholen, damit man dann auch starke Zuggewichte stemmen kann. An dem Modell sehen wir etwas, was ich ziemlich cool finde und so auch noch nie gesehen habe. Und zwar einfach eine Sling, die man ganz einfach rausziehen kann. Und es funktioniert. Das ist relativ kurz. Ich dachte, das wird mir niemals passen, aber es passt. Das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Und der Chef von Barnett meinte auch zu mir, dass man das auch an alle anderen Modelle dran bauen kann. Hier sehen wir jetzt gerade ein paar Pfeile. Das ist einmal der grüne Pfeil für die Magazinvariante. Da ist natürlich klar, wir brauchen zwei Vanes, drei geht nicht wegen Stapeln. Und für die Einzelschussvarianten hat man auch die Dreifachpfeile. Natürlich kann man in Einzelschussvarianten auch die zweifach befiederten reinsetzen. Aber der dreifach befiederte ist definitiv natürlich präziser. Hier könnte man noch dazu sagen, dass die Pfeile jetzt nicht aus Carbon sind, sondern das scheint für mich ein Polymer zu sein und mehr oder weniger aus einem Guss. Also hier gibt es einen kleinen Materialunterschied, sieht man auch farblicher, aber die Vanes sind auf jeden Fall auch aus Polymer. Ob das Vor- oder Nachteil ist, wird man dann auf Dauer sehen. Ja, und das waren die kleinen Barnetts und jetzt machen wir noch einmal einen kurzen Blick auf die großen Barnetts. So, hier haben wir die neue Barnett Raptor. Die sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich scharf aus.
Nicht verkehrt. Hier können wir ein paar schöne Bögen sehen und also dieser schwarz-rote ist mal so voll meins. Wobei auch der mir sehr gut gefällt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr einen neuen Bogen für mich gibt. Ja, und ansonsten können wir hier noch ein paar weitere Full-Sizes sehen. Unter anderem hier die legendäre Wildcat, die mittlerweile ganz stark verändert wurde. Im Grunde ist das ja das Ursprungsmodell von der Jaguar 1. Und dass das mal aussah wie eine Jaguar 1, erkennt man meiner Meinung nach heutzutage wirklich kein Stück mehr. Und noch ein lustiges, ja, wirklich Spielzeug im PHB-Bereich ist diese hier, die Phantom. Das ist eine Pump-Action-Armbrust mit sehr wenig Pfund. Also ich habe sie eben einmal geschossen, ich denke, es sind zwischen 5 oder 10, irgend sowas. Und es hat tatsächlich ein Dreiermagazin und verschießt dann diese kleinen Gummipfeile. Also auf 20, 30 Meter wird das nichts. Ein Bierdeckel machen wir damit safe nicht. Aber das hier auf kurze Distanz macht zumindest Spaß. Und der Herr Barnett meinte zu mir, dass man mit diesem Ding auch sehr gut Buck-Assault ersetzen kann. Was ich wahrscheinlich tun werde, macht mir persönlich mehr Spaß. So, und wir sind am Stand von Fab Defense, der Hersteller von meinem aktuellen Lieblingsschaft. Aber wo ist mein aktueller Lieblingsschaft? Hier ist auf jeden Fall Erics aktueller Lieblingsschaft. Meiner ist ja im Grunde der, aber halt mit einer Wangenauflage. Aber ich bin mir sicher, den treiben wir hier noch irgendwo auf. Diesen Griff könnte ich mir auch sehr gut für die Compact zum Beispiel vorstellen. Und das hier vielleicht für die Survival, aber auf jeden Fall mal für meine Excalibur, oder? Tuh, das ist ja cool. Ein German Legal Drum Mag. Cool. Hier haben wir meinen Lieblingsschaft. Allerdings ist das jetzt hier ein quasi customizedes Ding, also sandfarben, aber mit schwarzem Core CP. Ich muss sagen, das Ding sieht schon ziemlich scharf aus. Er erinnert mich irgendwie an meine sandfarbenen Stinger. Und das sind meine Olive-Stinger. Ja, und hier kann man auch sehen, warum das Ding Spike heißt. Oh, das will man nicht abkriegen. So, hier ist der AEA-Stand. Und das ist auch gleichzeitig der Stand von Gogan. Und die Interceptor ist nicht da. Am Gogan-Stand gibt es einen Whipshot mit einem Laser. Und dieser Laser ist nicht an der Picatinny-Schiene dran. Das heißt, eigentlich dürfte das dann so auch kein Problem sein. Dann gucken wir uns nochmal die Airguns von AEA bzw. Gogan an. Die HP Max. Ah, der neue Scuba-Ringer. Ja, ich hätte euch jetzt sehr gerne mal die Interceptor gezeigt und auch das neue 18-Schuss-Magazin für die Edda. Aber ich wurde gerade äußerst höflich darum gebeten, den Stand bitte zu verlassen. Schade. So, jetzt sind wir am Stand vom Rubox. Das ist ein, ja, Hersteller für modulare ballistische Wände. Das heißt, du kannst dann da hier im Grunde so einen ganz, 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 ganz wilden Parcours bauen. Und mit allem möglichen beschießen und es ist so scheißegal, wenn man die Wand trifft. Und ja, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber man siehe da, so ist es tatsächlich, ja. Hier wurde 100 Mal die 9x19 9mm reingeschossen und ja, offensichtlich hält es das aus. Also das ist im Grunde Slide Arc auf Ultra, Ultra, Ultra Premium und kugelsicher. Und hier können wir sehen, es hält sogar 556 auch 100 Mal ab. Und das sieht dann genau so aus. Und sogar das dicke 762x39 sieht dann nach 100 Schuss so aus. Also das ist schon Wahnsinn, gerade wenn man sich anguckt, wie relativ dünn das hier ist. So, dann gehen wir mal in das Shooting-Haus rein. Eric ist schon drin. Ja, und jetzt könnte man halt hier bam, bam, bam. Oder es ist total egal. Am Ende wertet man einfach die Scheibe aus und die Wand ist wie neu. Und hier sehen wir dann ein paar Anwendungsbeispiele, wie man das so machen kann. Also auch für eine ganz normale Shooting Range macht das erstmal Sinn. In diesem Oligarchenzimmer würde sich das auch schön machen.
Und ansonsten halt hier, oh, für die Kieskube, coole Idee. So, jetzt sind wir bei Magnum und jetzt schaue ich mal nach neuen Schuhen, weil, ja, ich habe ja nicht genug Wanderschuhe, ne? Ja, war tatsächlich noch immer nicht den perfekten gefunden, deswegen geht die Suche weiter. Ich muss halt echt sagen, diese ganzen Sandfarben haben es mir voll angetan in letzter Zeit. Oh, was liegt denn da, lieber Dirk? Schau mal. So, ich hoffe, das hat dir gefallen, denn das war's für heute. Und das war's auch mit dem kompletten EVA-Content hier auf diesem Kanal. Lass mich auf jeden Fall wissen, was hältst du von der EVA 2024 und wie findest du, habe ich sie dokumentiert? Gibt's was, was ich da dringend besser machen sollte fürs nächste Jahr? Wenn ja, schreib mir das bitte auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr, sehr an Feedback interessiert. Ja, und ansonsten bleibt mir auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder mit hier dabei bist. Hier bei Mac. Modern Archery German. Ja, und nächste Woche gibt es natürlich wieder ein neues Video. Schreib da mal auf jeden Fall in die Kommentare, was du dir wünschst, denn da gibt es mehrere Themen zur Auswahl. Zum einen habe ich das Thema Red Dots immer noch nicht fertig abgehandelt und da wird es langsam echt mal Zeit für ein Video. Außerdem gibt es ein neues Color Kit und zwar aus dem Hause Aue Target aus dem 3D-Druck, hier in diesem knalligen Grün. Und das wäre auf jeden Fall was für meine Compact, was ich auch mal angehen will. Außerdem habe ich seit neuestem eine Supersonic Tactical, also die mit Magazin, und die werden wir uns auch früher oder später anschauen. Und dann gibt es ja immer noch das Whipshot-Video, was aussteht. Und eigentlich wird es auch mal Zeit für den Vergleich Whipshot versus Fenris. Wie dem auch sei, schreib mir das in die Kommentare und ich freue mich sehr auf dein Feedback. Bis bald und ciao.